Wir treffen Jafar Jackson in Essen. Nice to meet you. Und wir merken gleich, in Jafar steckt ein echter Jackson. Seine Stimme? Sein Lachen? I don't know. Und auch sonst scheint er sich einiges von seinem berühmten Onkel abgeguckt zu haben. Wir erinnern uns alle an Michael Jacksons berühmtes Video zu They Don't Care About Us. Und Jafar hat die Moves eindeutig von Onkel Michael geerbt. Stressen lässt sich der 23-Jährige von den großen Fußstapfen, in die er da tritt, aber nicht. Ich sehe da keinen Druck. Was auch immer du im Leben erreichen willst, sorg dafür, dass du hart dafür arbeitest und Spaß dabei hast. Wenn du keinen Spaß hast, ist das Zeitverschwendung. Ursprünglich wollte Jafar übrigens Golfer werden. Das macht er seit seinem dritten Lebensjahr. Aber in der Familie Jackson kommt man um Musik definitiv nicht rum. Mein Vater bat mich damals darum, einen Song von den Jackson 5 zu üben und ihm vorzusingen. Das habe ich gemacht und er sah Potenzial. Und dann habe ich schon im Studio gestanden. Da war Jafar 13. Aber wie ist es eigentlich, in einer der berühmtesten Familien der Welt aufzuwachsen? Mit Vater Jermaine und Onkel Michael? Kann man da überhaupt ein normales Leben führen? Ja, absolut. Ich bin in einen normalen Kindergarten gegangen. Und dann war ich ein Jahr auf einer weiterführenden Schule. Und danach bin ich zu Hause unterrichtet worden. Zu Michaels Kindern, Prince und Paris, hat der 23-Jährige übrigens regelmäßig Kontakt. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir veräppeln uns auch heute noch gegenseitig. Wir lieben es zum Beispiel, dem anderen kaltes Wasser ins Gesicht zu schütten, wenn er schläft. Und wie geht's seiner Cousine Paris? Um die machten sich zuletzt ja viele Fans Sorgen. Alles gut. Allen geht es gut. Ja, wir haben verstanden, es ist nicht sein Lieblingsthema. Er will eben lieber seinen eigenen Weg gehen. Mit seiner neuen Single, die Ende Februar erscheint, auch in Europa durchstarten. Könnte klappen bei den Genen.